Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox, eine NX75. Das ist eine Medizintransportbox. Das Teil geht runter bis minus 50 Grad. Wir haben hier oben, die Box hat noch keine Scharniere. Hier ist der Deckel. Hier kann man aufmachen, man kommt dann an die Steuerung hin. Ich lege den kurz auf die Seite. Und die Box sieht von oben her so aus. Das heißt, ich habe hier weder einen Inhalt noch sonst irgendwas dazu. Hier kommt noch ein Korb und dann kommen hier Lüftungsgitter rein. Hier kommt die Steuerung rein. Ja, eine 75 Liter Tiefkühlbox. Die Box ist sehr dick isoliert, hat eine 4 cm Vakuumisolationsplatten drin. Durch das auch einen geringen Stromverbrauch. Wir liegen hier bei 25 Grad außen und 5 Grad innen bei nicht mal 1,5 Watt pro Stunde im Schnitt. Da habe ich eine Kühlmaschine drin, da bläst uns fast die Leistung weg. Das ist ein BD80 Kompressor mit Propen. Propen ist ein organisches Kältemittel, gehört zu den Kohlenwasserstoffen, R1270 ist die Nummer, kein GWP, biologisch abbaubar und was das Zeug alles verspricht. Hier ziehen wir bis zu 100 Watt rein, wir brauchen das nicht zum Kühlen, wir tauchen das bei minus 35 Grad plus 50 Grad außen, das macht so eine Kühlbox. Aber ich sage mal, in der Größe eine Standardkühlbox, die kostet 10-mal weniger. Wenn euch massive Technik interessiert, wenn ihr das wirklich braucht, ich habe heute wieder Mail bekommen, ich suche die leistungsfähigste Kühlbox oder ich suche die kleinste Kühlbox. Ich habe leistungsfähige Boxen, noch leistungsfähiger wie die hier. Nur sagt doch, was ihr braucht. Dann kann ich euch eine richtige Antwort geben. Nicht, ich suche die kleinste, ich suche die stärkste, ich suche die leistungsfähigste. Wenn ihr das wollt, ist das okay. Aber definiert, was ihr wollt, definiert, was ihr braucht und dann könnt ihr kommen. Kommt mir so nach dem Spruch, wer hat den größten? Wer hat den längsten? Punkt. Wir bauen leistungsfähige Geräte. Aber die meisten brauchen das nicht. Ich verlinke euch hier oben zwei andere Videos von auch leistungsfähigen Kühlboxen. Eine minus 60 Grad. Eine normal, die geht nur bis minus 20 Grad, bei 50 Grad außen, wo der Wodka gefriert. Und klar könnt ihr mir wieder mal ein Abo dalassen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.